Wir haben zwei kleine Tore. Wir haben einen stehenden, liegenden, runden Ball, der sauber ins Tor abgeschlossen wird und dann entgegenkommen und einen scharfen Pass und dann das Tor erzielen. Dieselben Bewegungsmuster, immer wieder diese kurzen, intensiven, fußballspezifischen Abläufe, um die zu verbessern und natürlich beispielsweise nach Reha wieder in diesen Rhythmus zu kommen, in diese Bewegungsabläufe zu kommen. Und natürlich der Ball, der treibt, der bringt dich immer dazu, da im Prinzip an der Sache zu arbeiten, Technik, das zu verfeinern, zu verbessern.